So. Dann hätten wir das auch relativ schnell erledigt. Was sagst denn du eigentlich zum neuen iPhone 5S, was gestern rausgekommen ist? Ich habe keinen Plan, ich habe es noch nicht angeschaut. Legst du es dir zu, oder? Ich bin sehr unzufrieden mit iPhone. Ich werde mal, glaube ich, der Galaxy oder so zulegen. Kein iPhone mehr? Wieso denn nicht? Das sind die Top-Spitzenmodelle derzeit auf dem Markt. Scheiß auf Samsung Galaxy, scheiß auf HTC, Wildfire oder OneTouch oder irgend sowas. Apple ist im Vormarsch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Richtig. It's not a bug, it's a future. Woher so ist denn das? Was? Woher ist denn das? Ich weiß nicht, das habe ich von einem Arbeitskollegen aufgeschnappt. Von wem? Was? Von meinem Kollegen? So, dann bauen wir das auch hier weg. Bin ich ja eigentlich schon ziemlich weit hier gekommen, muss ich sagen. Dann brauche ich eigentlich da drüben nur Terraforming betreiben. Und hier. Das weg. Nee, also wie gesagt, was ich gehört habe, zum Beispiel beim neuen Apple, ne? Also beim iPhone 5, ne, gibt es ja quasi, wie soll ich sagen, keine Tastensperre mehr mit dem üblichen Verdächtigen, ne? Also mit dem Kombinationsscheiß da. Mhm. Sondern mittels Fingerprint. Nur das nächste, was ich mich frage, wie sicher ist dieser Fingerprint eigentlich? Beziehungsweise sicher schon, weil ich meine, das sind deine Fingerabdrücke und fertig aus. Aber was ich jetzt da meine, wie sicher ist das, meine ich jetzt da, was machen die mit deinem Fingerabdruck dann? Weil der ist ja gespeichert. Ja, am Handy. Ja. Und alles, was auf dem Handy gespeichert ist, kannst du auch bekommen. Spätestens dann, wenn du online bist mit dem Handy. Und Apple wird sicherlich deinen Fingerabdruck registrieren. Hm. So. Geh mal schlafen. Und dann hast du das Problem, warte kurz, und dann hast du das Problem, wo ich zu 90% behaupten kann, dass die Polizei dann deinen Fingerabdruck verwenden kann. Mhm. Und somit ist deine Anonymität futsch. Das dürfen sie aber nicht als Beweismittel dann gelten lassen, ein Fingerabdruck von einem Handy. Dürfen sie nicht. Das ist rein rechtlich so vorgesehen. Ja, rein rechtlich. Was alles rein rechtlich ist und trotzdem dürfen und machen. Ja, da gebe ich da sowieso recht. Wie gesagt, das Thema hatten wir schon. Das Recht. Sowohl in Österreich als auch in anderen Staaten. Nee, aber sonst, ich weiß nicht, ich bin kein Freund von iPhone irgendwie. Eigentlich überhaupt von keinem Handy eigentlich. Blackberry habe ich als Diensthandy, das ist ja mehr schlecht als recht. Privat nutze ich ein Samsung Galaxy Mini. Von dem bin ich ehrlich gesagt auch nicht so begeistert. Weil die Reaktionszeit einfach am Handy ja nicht schlecht ist, aber sie ist halt langsam. Oh, warte mal, die eine Schicht noch und dann bin ich fertig. Nein, wirklich? Das kann ich jetzt aber nicht glauben. Spinne, geh weg, sonst bist du tot. Aha, hast nicht hören wollen. Musst du fühlen. Jetzt baue ich da wieder das ab. Wie weit muss ich denn? Also so.
20 Blöcke reichen eh, oder? Vom Bahnhof weg. Jo. Weil ich hätte mir so vorgestellt, 10 bis 15 Blöcke machen wir den Vorhof, ne, links rundum und um. Und die restlichen 5 sind dann noch Erde und dann geht's halt anpassungsfähig in das Gelände über. Oder? Ja. So, dann noch den Stein hier wegkloppen. Und dann würde ich mal sagen, wir sind hierfür mal fertig. Oh, 2 Stunden nehmen wir schon wieder auf. Ja, und ich mach da nur das Dachel da fertig, dann können wir auf. Mhm. Das sind noch schnell fertig. Bis da Gernot fertig ist, sind wir mit dem hier auch noch fertig. Und dann machen wir in der nächsten Aufnahme wieder eine Höhlentour. Schauen wir mal, was wir dann machen. Oder... Jo, keine Ahnung. Die Jagd nach dem verlorenen Bio. Jo. Dann gucken wir mal, was wir vielleicht hier noch schnell 2 Stunden unseres Lebens, unseres kostbaren Lebens opfern werden, um hier doch noch einmal die anderen 2 Seiten gerade zu machen. Oder, wie schon gesagt, ob wir vielleicht eine Höhlentour machen werden oder eine Biomtour. So, jetzt habe ich aber keine Fackeln mehr. Das ist nicht so toll. Machen wir noch schnell Fackeln hier. Fackeln hier. Dass hier nichts spawnt. Gut, im Wasser spawnt eh nichts so schnell. Dieses ewige mag ich überhaupt schon nicht hören unten. Wenn ich schon dicht mache, dann soll es dicht sein. Und ruhig vor allem. Aber zu meinem Glück kenne ich ja schon, da spawnt garantiert wieder irgendwas. Dann hangeln wir sich darüber. Jo, Schafe, du wirst eingesperrt jetzt da. Du kommst ja nicht mehr raus. Du kleine Maus. Zack. Das ist eine 1er, 2er, 3er Breite. 1er, 2er, 3er, zack. Nochmal hier, zack. 1er, 2er, 3er, zack. 1er, 2er, 3er, zack. Oh ja, passt perfekt. Na, das ist so nett. No. Oh, machen wir das gleich so. Zack, 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 zack. Weg da. Ich bin Arzt, lasst mich durch. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So, gleich docken wir hier an. Und wir docken an. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Und wenn ich im Prinzip dicht machen, bringt es mir da drüben eh nichts. Weil ich muss ja auch in die Richtung noch 20. Das heißt, ich gehe dann erst dort hinten nach den 20 runter ins Wasser. Das heißt, ich müsste dann da so... Ja, der Berg muss dann da hinten noch weg. Das kennen wir eh schon, das ganze Spielchen. Schauen wir mal. Jetzt klopfe ich mich mal da nach hinten. Okay. So, komm.
Ah, jetzt ordentlich. Jawohl. Schauen wir mal, ob ich noch so viel Erde mit habe. Wenn nicht, dann müssen wir noch welche holen. Wie lange brauchst du noch, Gernot? Schwer zum Sagen. Das geht mir nur darum, weil ich ja 20 Stunden Folgen rausschmeiße. Ja, ja. Ist schon gut. 20 Stunden Folgen, ja. Weil ich ja 20 Minuten Folgen rausschmeiße. Nein, jetzt wäre mal genau bei 2 Stunden angelangt. Kannst du noch 20 Minuten dranhängen? Ja, mir ist wurscht. Du musst mir sagen. Weil der McDonald's hat sowieso bis um 1 in der Früh offen. Na, what the fuck? Ja, hallo. Hunger. Sei erst 11:45 am Abend, also ist keine Uhrzeit. Das stimmt. Mal schau. Du musst mir aber heute noch helfen. Bei was? Du hast mir versprochen, dass wir heute den Gorgo hochziehen. Ja, natürlich. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab nix gesagt von heute, Alter. Du hast gestern gesagt, weil du schon müde bist, dass wir das heute machen, weil... Aber nicht um die Uhrzeit, Alter. Dann hätte das statt ein Flex-Raid machen müssen oder irgendwas. Ich bin nicht mehr so jung und agil wie früher, der was bis um 3-4 in der Früh im Untergang hat können. Schatz, ist in Blüte seines Lebens und kann ich mal bis 3 munter bleiben. Richtig. Sogar der Gronk nimmt schon noch um 4 in der Früh auf. Ja, der hat ja auch kein Berufsleben mehr. Sein Beruf ist das Let's Play. Ja, er muss sich aber auch nicht an einen gewissen Tagesrhythmus halten. Ja. Erde ist Mangelware. Habe ich noch was da? Nö. Dann verkloppe ich noch die und dann gehe ich Erde schnell holen. Geh mal schnell Erde holen. Währenddessen trinke ich schnell heimlich. So, frisch gestärkt. So, was mache ich denn da? Das wollte ich weg. Dann haue ich das noch hier rein und das hier rein. Huch. Pflastersteine hier rein. Und RD. RD. ja, jetzt ist wieder finster. Ja, so schaut's schön aus. Hm? Na, das, was du gebaut hast. So habe ich es mir vorgestellt, zum Beispiel. Ich habe selber von unten noch nicht gesehen. Ja, komm, weiß ich nicht, kannst du runterkommen eventuell? Ich muss sowieso, ich bin da auf der Seite jetzt fertig. Passt, dann gehen wir schnell pennen, ha. Das sind Creeper. Ich schau mal, dass der Name da untertags kommt. Na. Komm gerne. Ja, ich bin eh schon drinnen. Du liegst in meinem Bett. Niemand liegt in meinem Bett. Da hast du eine Ahnung. Aber ich habe in dein Bett reingeschissen, also von dem her. So eine ekelhafte. So einen richtigen fetten Krapfen. Mit Nougat-Füllung. Naja, ich habe ja gehört, ob du das stehst, weißt du. Bis
Kriegst du eine Nachricht, das schaut ja wirklich geil aus. Ja. Ich hoffe, der Creeper kommt hier nirgends so rauf. Oh, rauf? Nö. Na, zu mir. Hab Creeper-Besuch gehabt. Dann machen wir zu. Dann kommt er da auch nicht drauf. Ah, du hast auch Creeper-Besuch drinnen bei dir. Ein Tiger-Icon. Ah, was? Zack. Ja, aber so viel ist ja auch nicht, oder? Was? Was zurückdrängen musst. Auf der anderen Seite meine ich. Naja, so viel ist nicht, oder? Du musst 20 Blöcke errechnen, Schnucki. 20 Blöcken bin ich dort, wo circa der Baum ist, bei der Hälfte von dem Bäumchen, also zwischen Baum und Insel dort. Aber ist eh wurscht, ich weiß eh, wie ich es mache. Weil das, was ich jetzt da gerade mache, ist der Boden quasi, ne, und auf dem baue ich quasi dann das, den Stein, ne. Das ist ein so, zack, zack, zack. Wo baust du den Stein, hä? Da drauf baue ich dann das alles. Das ist ja nur der Untergrund. Achso, und da gibt es dann noch Erd und so, oder? Da gibt es dann die Steinschicht dann drauf, ja. Der Vorplatz kommt hier drauf dann. Kompletter Stein, oder was? Ja, keine Ahnung, wie wir es machen. Aber das ist ja nur dabei die unterste Schicht, ne? Dass ich da quasi, wenn ich jetzt da was abbauen will, wieder, dass ich nicht Gefahr laufe, runterzufallen. Machst du jetzt da noch irgendwas oder bist du jetzt fertig? Ich bin fertig! Und nicht nur auf die Nerven. Okay. Dann mach ich das noch schnell dicht. Wie schaut es denn da unten eigentlich aus? Beleuchtungsmäßig. Ja. Geht. Das heißt, jetzt macht uns. Spawnen. So oder was? Richtig. So und so. Dass wir da dann quasi raufkommen. Jetzt kommt ja ein Zaun rundherum, oder? Was? Ist ein Zaun. Ja, ich fühle das dann noch auf da. Mit der Erde mehr. Ja, warte, ich mach's gleich weiter. Ja, oh, das kann man eigentlich so lassen. Wenn du ein bisschen Erde gibst, dann. Ja, warte, da hast du schon.
Das lassen wir da alles so, so, das lassen wir da. Das muss ich noch zumachen hier. Ich recherchiere was. Zack, na, zack. Und die Löcher, dann mache ich zu. Das mache ich hier auch noch zu. So, das lasse ich auch, das Rinnsal hier. So. So. Das passt. Jo, würde ich sagen, wir gehen einmal in unser trautes Heim zurück, ne? Dann machen wir eine kleine Aufnahmepause. Mhm. Und vorher fresse ich noch was. Ich will einen Reitesel haben. Ja, oh, haben wir schon wieder ein bisschen was geschafft heute wieder. Schnell weg hier. Donkey. Donkey Kong. Stirb, Esel. Oder was haltet der Esel aus, oder? Hm, viel. Ja, ich hab Eselleder bekommen. Gut. Ja, das schaut irgendwie mehr aus wie Fort Knox als... Ja, na, weil dir noch nichts anpasst, ist gar nichts. Das wird schon. Die Details machen so aus, weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, was sagst du, mein fetten Flatname? Mhm. Wie geil, oder? So, da la. Bist du jetzt schon drinnen? So, jetzt bin ich drinnen. Jo, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen einmal eine ganz kurze Aufnahmepause. Und jo, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und bis dahin, ciao. Ciao.